Bischof Neuenmeier, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Ernennung. Dankeschön. Wann haben Sie und wie haben Sie denn von dieser Wahl erfahren? Ich war beim Dialogforum der deutschen Bischöfe in Magdeburg und dort überreichte mir dann am Abend, ich habe gerade angestanden, um mir das Abendessen zu holen, der Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Langendörfer, einen Zettel und sagte, das ist die Telefonnummer des Dompropstes von Erfurt, ich solle da mal anrufen. Ja, und dann, mit welchen Gefühlen haben Sie dort angerufen? Ja, ich war dann schon sehr aufgeregt und der Dompropst hat auch nicht gleich herausgerückt, worum es geht. Ich konnte es mir zwar denken, aber ich hatte immer noch eine leise Hoffnung. Ich bin nämlich Vizepräsident der Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte, der das Bistum Erfurt assoziiert ist. Und ich hatte gehofft, vielleicht wollen die Vollmitgliedschaft. Das wäre dann leichter gewesen, als die Frage zu entscheiden, ob ich die Wahl zum Bischof von Erfurt annehme. Sie haben sich dafür entschieden. Mit welchen Gefühlen? Einmal war ich natürlich schon beeindruckt und auch erschüttert davon, dass sowohl der Papst als auch das Domkapitel dieses Vertrauen in mich setzen. Andererseits habe ich mich gefragt, ob ich der Aufgabe gerecht werden kann, weil ich mir bewusst bin, dass dort im Bistum Erfurt eine völlig andere pastorale, kirchliche und gesellschaftliche Situation herrscht als im Bistum Mainz. Das liegt nämlich in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen. Und das ist eine völlig andere Situation als in Thüringen. Und ich mich gefragt habe, ob ich dort dieser Situation und den Menschen dort in der Kirche dort gerecht werden kann, ob ich mich dort hineinfinden kann. Sie sprechen es schon an, die Diaspora, die im Bistum Erfurt natürlich vorhanden ist. Wie versuchen Sie oder planen Sie jetzt so auf die Menschen dort zuzugehen? Mittlerweile steht schon fest, wann die Einführung sein wird, am 22. November, Samstag vor Christkönig, am Fest der heiligen Cäcilia. Ich habe noch keine konkreten Pläne, wie ich dann, wen ich bei einem Antrittsbesuch beehren werde, ob ich dann durch Visitationen und Besuche vor Ort erstmal durch das ganze Bistum gehe oder wie ich das mache. Es steht nur schon fest, dass dann, das finde ich sehr schön, dass das möglich war, kurz nach der Einführung eine Begegnung mit den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich ist und dann auch beim Elisabeth-Empfang mit den Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung und anderen politischen und gesellschaftlichen Organisationen. Jetzt war das Bistum Erfurt, der Bischofsstuhl dort 2 Jahre vakant. Also es ist wirklich eine geschichtlich gesehen sehr, sehr lange Zeit und sehr unüblich. Welche besonderen Herausforderungen erwarten Sie sich denn auch aus dieser Situation, aus dieser besonderen Situation? Ach, ich habe den Eindruck, das macht es mir auch leicht, weil es war jetzt in allen Medien zu lesen, das Warten hat ein Ende. Und auch das, was ich jetzt an Reaktionen bekommen habe aus Menschen aus dem Bistum, sind alle froh, dass diese lange Wartezeit jetzt zu Ende ist. Ich glaube, das ist auch eine positive Erwartung, die dann dadurch an mich entstanden ist. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für den Start in Erfurt. Dankeschön, vielen Dank.